Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und heute ist ein sehr besonderer Tag. Und zwar ist für mich New Bike Day. Es hat ewig gedauert. Das Rad ist seit November 2020 in Planung. Lasst euch auf der Zunge zergehen. Also wirklich lang, aber es ist richtig geil geworden. Und ich zeige euch jetzt mein neues Ibis Ripley AF. Let's go! Leute, es ist ziemlich windig hier und diese Woche auch echt schlechtes Wetter. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir jetzt ein paar regenfreie Minuten, sage ich jetzt mal, ausgesucht, um euch einen Bikecheck von meinem neuen Rad zu machen. Ja, ich hoffe, dass der Wind nicht zu arg stört und dass ihr mich gut versteht. Ich versuche laut zu reden, damit ihr auch ein bisschen was versteht. Aber ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht viel Zeit, sondern gehen direkt rein, fangen an mit den Teilen von meinem neuen Rad. Ja, wo fangen wir an? Erstmal die Kurbel gerade hier. Ich würde sagen, wir fangen an beim Rahmen. Wir haben hier ein Ibis Ripley AF Rahmen, also Aluminiumrahmen in der Rahmengröße L. Warum die Rahmengröße L? Ich bin das Rad, wie ihr in einem anderen Video schon gesehen habt, in Carbon bei Tricycles in Wiesbaden schon Test gefahren. Und das ist einfach die passendste Größe für meine Körpergröße. Ich bin 1,80 groß. Und ich bin da super damit klargekommen und M wäre einfach zu klein gewesen. Ja, wir haben hier das schöne Olivgrün. Ich finde es eigentlich echt cool. Ich wollte eigentlich zuerst das Silberne nehmen, aber ich finde, Silber ist mittlerweile schon echt ein bisschen, ja, also es gibt so viele silberne Räder. Das heißt, ich wollte einfach ein bisschen was Besonderes und ich glaube, das haben wir hier ganz gut hingekriegt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Fahrwerk. Das Fahrwerk habe ich im Prinzip komplett geändert. Also da ist nichts mehr Serie, so wie man es bei Ibis kaufen kann. Und zwar habe ich hinten ein Fox DPX2 eingebaut als 3 Position. Also man kann da 3 Positionen wählen. Es gibt einmal im Endeffekt einen geschlossenen Modus, einen Firm und einen offenen Modus. Da war es mir auch wichtig, dass ich wirklich den Dämpfer nahezu fast ganz zumachen kann, weil ich mit dem Rad auch einfach viele Touren fahren will. Und dann will ich einfach bergauf hinten nicht die ganze Zeit einen wippenden Dämpfer haben. Deshalb war mir das wichtig. Aber gegenüber dem DPS denke ich doch noch mehr die abwärtsorientiertere Variante. Für den Trail denke ich der bessere Dämpfer. Deshalb hinten den Fox Float DPX2. Vorne an der Front, da wird es jetzt schon wieder ein bisschen besonders, haben wir anstatt wie Serie in dem Rad eine Fox 34, hier eine Fox 36 eingebaut. Das ist die alte Gabel aus meinem Firebird 29, aber natürlich nicht in der 170 mm Variante, so wie beim Firebird, sondern getravelt auf 140 mm. Serie hat das Rad hier eigentlich 130, ich habe das ja ein bisschen aufgetravelt auf 140, dann wird das Rad ein bisschen abfahrtsorientierter und ich habe jetzt hier einen 65er Lenkwinkel, das ist der gleiche Lenkwinkel wie bei meinem Firebird, dadurch auch so ein bisschen Ähnlichkeit bekommen vom Fahrstil zu meinem Firebird. Ich bin gespannt, wie es auf dem Trail fährt. Ich denke, das ist jetzt hier so ein bisschen ein Enduro-Build, sag ich jetzt mal. Also für Trails dann echt Hammer, aber trotzdem noch richtig geil zum Paddeln. Das war mir nämlich ziemlich wichtig. Genau, dann haben wir mal das Fahrwerk. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Laufrädern. Ihr seht schon, richtig geil. Die Decals, wie die geworden sind, das war auch ultra viel Aufwand. Man muss dazu sagen, dieses ganze Rad ist in der Planung seit November 2020. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie lange das gedauert hat, bis alle Teile da waren und bis alles so funktioniert hat, wie ich das wollte. Ich wollte das Rad perfekt bauen und nicht irgendwie nur so halb. Deshalb habe ich das so gemacht, wie es jetzt hier steht und deshalb hat es auch so lange gedauert. Ich finde, die Laufräder sind richtig geil geworden. Wir haben die richtig geil gematcht zum Gelb auf dem Rahmen, zu den gelben Decals oder Details auf dem Rahmen. Genau, die Outlines von den Decals sind auch digital gedruckt, dass die Farbe auch ziemlich genau stimmt zu dem, was auf dem Rahmen ist, weil es so keine Folie zum Plottern gibt. Und ich denke, mit dem Pink ist es nochmal ein richtiger Hingucker und ist richtig cool geworden auf jeden Fall. Wir haben hier Carbonlaufräder,
von Nonplus Components. Wen es interessiert, warum im Alurahmen Carbonlaufräder Sinn macht, die sollten das letzte Video nochmal anschauen. Da habe ich mit dem Andi zusammen einen Bikecheck vom Ibis Ripmo AF gemacht, von seinem Rad aus dem Laden. Und da haben wir sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Jetzt fängt es an hier zu schneien. Ja, sind wir auf jeden Fall ein bisschen drauf eingegangen, warum Carbonlaufräder im Alurad. Und das habe ich hier genauso gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall an Nonplus Components für die mega geilen Laufräder. Ich bin einfach nur zufrieden und kann es einfach nur weiterempfehlen. Also mega geil, mega stabil, mega leicht, richtig Premium. Und ich glaube, an Optik ist hier, finde ich, meiner Meinung nach nichts zu übertreffen. Dann haben wir die Laufräder. Vielleicht machen wir da parallel gleich weiter mit den Reifen. Ich habe hier hinten einen Maxxis Aggressor in der Double Down Karkasse. Genau, also ich bin mit dem schon ewig auf dem Firebird gefahren letztes Jahr, war mit dem Ultra zufrieden und ich glaube fürs Trailbike einfach ein perfekter Hinterreifen. Vorne an der Front will da nichts anderes mehr fahren. Maxxis Assegai hier in der Max Terra Variante. Ja, mega solide Reifen, würde ich sagen, mit denen komme ich überall klar. Wichtig war mir auch gleicher Vorderreifen wie beim Firebird, um die zwei Räder eben so ähnlich wie möglich zu halten, damit man sich nicht jedes Mal umgewöhnen muss. Das war mir generell sehr wichtig. Da spielt auch der DW-Link-Hinterbau im Endeffekt eine große Rolle, weil gleiche Hinterbautechnik wie beim Firebird und dadurch auch einfach eine Ähnlichkeit vom Fahrstil von den Rädern, was mir einfach sehr wichtig war. Ich würde sagen, wir machen mal weiter beim Antrieb. Boah, fängt es jetzt an zu winden und zu schneien hier. Naja, egal. Ich würde sagen, wir machen weiter beim Antrieb. Ich habe mich für einen kompletten Shimano XT-Antrieb entschieden. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, was anderes zum Firebird mal zu haben. Einfach mal Shimano auszuprobieren. Wir haben hier hinten eine große Kassette drauf von 10 bis 52 mit einem XT-Schaltwerk, dann 12-fach. Genau, und auch ein XT-Trigger. Ich habe das schon bestimmt anderthalb Jahre jetzt, seit November letztes Jahr fast schon in meinem Keller liegen. Seitdem ist es da, weil ich gedacht habe, ich bestelle es gleich, wenn es noch lieferbar ist. Und wie gesagt, jetzt liegt seitdem rum und ist jetzt endlich auf dem Fahrrad. Kurbel, seht ihr schon, ist keine Shimano. Ich habe hier eine Descendant-Kurbel. Das ist eine alte Kurbel von Manu. Vielen Dank an den. Ja, da wollte ich einfach auf eine Carbon-Kurbel gehen. Mit der bin ich mega zufrieden und spart halt auch einfach noch mal ein bisschen Gewicht. Ich denke, das passt schon. Aber ja, mit einem Raceface-Kettenblatt, damit es natürlich auch Shimano-kompatibel ist. Die Kette ist eine KMC-Kette. Genau, wo machen wir weiter? Ich würde sagen, wir machen mal weiter beim Cockpit und bei den Bremsen. Bremsen haben wir hier, meine alten 1893 vom Firebird 29, Magura Limited Edition. Jetzt fängt es hier aber echt an. Krass, woo. Limited Edition, 4 Kolbenbremse vorne und hinten. Ja, ich denke, eine solide Bremse, die auf jeden Fall auf dem Trailbike hier schön dosierbar ist. Bin mal gespannt, wie sie sich jetzt hier taugt auf dem Trailbike. Ich habe keine HC3-Hebel dran, weil die noch eingeschickt sind bei Magura. Mal gucken, ob da noch andere Hebel drankommen jetzt. Bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber ich denke, mit dem Einfingerhebel, mit dem normalen HC-Hebel von Magura, komme ich am Anfang auf jeden Fall auch mal klar. Komplettes Cockpit ist von Escolab und auch da vielen Dank wieder für den Support. Ihr seid einfach mega, mega geil jedes Jahr wieder. Bin mega stolz, einfach für euch fahren zu dürfen und den Support genießen zu dürfen, den ihr mir gebt. Also wirklich ultra geil. Vielen Dank an Escolab. Wir haben hier einen Escolab Carbon Lenker 3OX, die Fabio Wittmer Edition. Eigentlich in 800 mm Breite. Ich habe den gekürzt auf 780, damit es einfach gleich ist wie bei meinem Firebird. Und ich habe jetzt nicht so breite Schultern, dass ich einen 800er Lenker brauche. Boah. Wart mal kurz den Windsturm ab hier. Genau, machen wir weiter mit den Griffen. Die Griffe sind wie immer, wie ich eigentlich schon die ganze Saison seit fast anderthalb Jahren fahre, 7FR-Griffe in M von Escolab. Ich bin ultra zufrieden mit denen. Ich finde die ultra bequem. Ich finde sie mega gut. Die funktionieren mega gut, haben mega den Grip und mir tun die Hände einfach nicht mehr so weh. Und deshalb habe ich mich einfach für die entschieden. Vorbau ist der Escolab 8OX in 35 mm, also relativ kurz. Aber ich denke, für so ein Trailbike ist es ganz passend eigentlich. Ich denke, das passt ganz gut. Hier vorne im Vorbau habe ich natürlich wieder das One-Up-Tool verbaut. Macht einfach Sinn. Gerade bei zwei Rädern kann ich das One-Up-Tool immer
in das Rad stecken, wo ich gerade losfahre und habe immer ein Tool dabei. Deshalb haben wir das hier direkt schon so vorbereitet, dass ich das so nutzen kann. Und ich denke, das macht einfach Sinn. Sattelstütze vielleicht ist auch ganz interessant. Die ist auf Maximum reingeschoben, also weiter geht es nicht rein in den Rahmen und hat so die perfekte Fahrhöhe für meine Größe. Und zwar haben wir hier eine 210er One-Up-Stütze. Also wirklich geil. Ich kann fast bis in den Rahmen absenken. Ihr habt es gerade gesehen. Es geht echt weit runter da. Ich glaube, das wird richtig geil so. Aber wie gesagt, weiter rein geht sie nicht. Zur Not kann man die auch noch traveln, falls mal jemand anders mit dem Rad fahren sollte. Je nachdem. Aber ich denke, da habe ich auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Hier oben haben wir auch mal wieder was Besonderes. Ich habe lange drauf geschwört. Ich bin jetzt lange was anderes gefahren. Aber ich dachte, hier bei dem Rad muss es wieder zurückkommen. Und zwar haben wir auf dem Rad endlich mal wieder ein S-Collapse 611 S-Cantara. ErgoWave Active natürlich auch. Also mal wieder ein S-Cantara-Sattel. Ich finde es ultra geil. Der ist einfach richtig grippy und einfach schön auch. Also ich finde es auch einfach echt schön. Endlich hab ich hier mal wieder einen auf dem Rad. Und ich dachte, das ist einfach der passende Sattel für das Rad und ultra geil, ultra zufrieden. Breite 14, wen es interessiert. Aber wie gesagt, das solltet ihr, habe ich schon in vielen Videos gesagt, das solltet ihr, wenn ihr so einen S-Collapse-Sattel wollt, immer zum Händler gehen und euch den sauber vermessen lassen, damit ihr da auf jeden Fall die richtige Breite für eure Sitzknochen habt. Genau, was habe ich noch vergessen? Pedale vielleicht. Pedale sind wieder die HT Enduro Pedale. Ich bin mit denen ultra zufrieden eigentlich. Natürlich die gleichen Pedale wie, oder das gleiche System zumindest mal wie beim Firebird, damit ich einfach da die verschiedenen Räder fahren kann. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Was haben wir noch vergessen? Vielleicht noch mal kurz bei den Bremsen. Ich habe vorne und hinten 180er Magura Scheiben. Ich denke, auf so einem Trailbike reicht es locker aus. Da braucht man keine 200er Scheibe vorne. Zumal ist auch nichts anderes lieferbar. Was richtig cool ist, ich habe wieder einen Flaschenhalter im Rahmen. Beim Firebird ist es ja ein bisschen blöd gelöst, unterm Rahmen. Aber hier passt jetzt die Flasche mega geil rein. Ich habe hier einen Fitlock-Halter drin mit einer Fitlock-Flasche. Bin mega zufrieden eigentlich damit. Und somit hat man immer eine Flasche dabei und kann halt auch was trinken. Gerade bei Touren, was ich vielleicht mit dem Rad auch mehr machen will. Einfach praktisch. Hier habe ich noch mit dem One-Up Enduro Strap einen Schlauch dabei. Einfach, wenn man eine Panne hat. Was noch richtig cool ist, was ich euch jetzt auch noch vorstellen will, ist mein Mudguard hier vorne. Ihr seht schon, ist ein bisschen eine größere Variante. Will ich einfach mal ausprobieren. Für den Winter jetzt, gerade wenn es schlammig und nass ist, in den Wintermonaten jetzt noch, will ich das einfach mal ausprobieren. Vielen Dank an Unleashed, dass die mir den Mudguard, den M02, für das Rad mal zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Ich verlinke euch die auf jeden Fall mal in der Infobox. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Ich bin von der Qualität bis jetzt echt überzeugt. Und wenn die auf dem Trail noch taugen, dann ist es echt cool. Echt gut gemacht und sieht mega geil aus. Auch in viele Designs, die ihr da drauf machen könnt, was dann zu eurem Rad passt. Ich bin hier jetzt ganz schlicht in Schwarz unterwegs, weil ich denke, mein Rad ist eh schon auffällig genug. Dann bleibe ich da am Mudguard eher schlicht. Aber sieht, finde ich, ganz cool aus. Werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen mal testen. Und ich denke, im ein oder anderen Video werdet ihr da davon auch noch was hören. Das war's von dem Bikecheck eigentlich. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie immer in die Kommentare. Ich beantworte euch das gern. Die nächsten Male werdet ihr dann in den nächsten Videos auf jeden Fall das Rad auch in Action auf dem Trail sehen. Und ich werde euch dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Erfahrungsberichte zu geben, wie es sich schlägt und ob es mir taugt oder nicht. Aber ich denke, das wird richtig Premium und der passende Gegenspieler zum Firebird 29. Ich wollte, wie gesagt, hier einfach ein Trailbike, mit dem ich auch mal eine Tour fahren kann und es einfach nicht so overpowered ist, weil um Hometrails zu fahren, sind wir ganz ehrlich, braucht man keine 170 mm und da will ich einfach was Flinkes, was Poppiges und ich glaube, das haben wir hier ganz gut erreicht. Also wie gesagt, das war's von dem Bikecheck. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Radfahren. Ciao.